Moin Leute, zurück bei Days Gone und jetzt oben ja Fahrrad zur Position. Ja, fahren wir auch mal gleich direkt hin und dann nur ein weiterer Anforderungsschein. Mal schauen, was ich da besorgen muss, weil irgendwann muss ich auch mal Napalm kriegen. Sonst haben wir natürlich noch andere Sachen offen hier, da oben noch hier im Camp Diamond Lake. Hier nochmal oben, kehre zum Diamond Lake Camp zurück, rede mit Curie. Hier muss ich auch nochmal hin, Kopfgeldjäger, muss ich auch mal gucken, was ich da machen muss. Ja, noch zu tun, da was muss auch. Noch genug zu tun, aber erstmal Corporal Deacon St. John. Die Mission, die hier gleich um die Ecke ist. Gleich mit dem Mofa reinfahren, läuft auch. So. Sarah. Ja, leg's auf den Tresen bitte. Okay. Es tut mir leid. Es ist manchmal einfach wirklich frustrierend für mich. Das wusste ich nicht. Ja, gib mir noch einen Anforderungsschein. Nein, weißt du was? Ich werde dir den hier nicht geben. Was? Warum nicht? Weil ich dich diesmal begleite. Gehen wir. Oh oh. Tja, ob das jetzt eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Na los, Soldat. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, klar. Wann warst du das letzte Mal draußen? Ich meine, draußen in der Außenwelt. Hey, ich habe Sachen besorgt wie alle anderen auch. Aber es stimmt schon. Es ist eine Weile her. Hast du überhaupt ein Bike? Ja, aber ich glaube, ich fahre lieber bei dir mit. Dann wären wir nicht voneinander getrennt. Ja, Ma'am. Hör auf mit... Hey, warst du schon in der Arche? In den Höhlen hier. Ja, es gab die große Besichtigungstour. Mit dem Colonel persönlich. Komm schon, selbst du musst ihm einiges zugute halten. Seine Vision, ich meine, der Versuch zu retten, was wir können. Tja, eins ist sicher. Diese Insel hier ist eine Festung. Wer hier rein will, muss schon einen Wahnsinnskampf liefern. Ganz genau. Hier, das ist mein Zelt. Aha, aha. Wow, wie nett. Man sieht den weiblichen Touch. Ach, genau. Ich bin fast nie hier. Die meisten Nächte verbringe ich auf der Liege im Labor. Schau dir das an. Ein nützliches Ding. Das war ein Geschenk von Matt, als ich hier ankam. Matt? Der Colonel. Ach, Mann, komm schon, Deacon, ist nur eine Waffe. Aha. Matt. Okay, gehen wir hier lang. Ich zeig dir was. Ich komme schon. Als ich herkam, hatte die Miliz fast jeden Baum auf der Insel gefällt. Ich bat Matt, den Colonel, den letzten zu verschonen. Ach ja, und warum hast du das getan? Erinnerst du dich an unser Wochenende hier am Crater Lake? Nach unserer Hochzeit? Boza und Joni. Ich erinnere mich. Hey, ihr habt viel Bier getrunken. Ich wusste das nicht. Egal. Auf jeden Fall dachte ich, als der Mount Mesama ausbrach, wie lange dauert es wohl, bis die Lava kalt war, der Boden sich formte, die Bäume wuchsen. Wenn alles vorbei ist, wenn wir die Insel verlassen, soll hier wenigstens noch ein Baum stehen. Hör zu, diesen Leuten hier ist das alles scheißegal. Ich war in ihrer Todeszone. Naja, der Colonel will den Krieg gewinnen. Und wenn meine Arbeit erst einmal erledigt ist, muss er nichts mehr niederbrennen. Bin ich mal gespannt, das stimmt, ey. Bin ich mal gespannt, wo es hingeht. Was ist? Nichts, nur... Schon gut. Halt dich fest. Ich erinnere mich. Östlich von hier gibt's ein Community College. Beim Highway. Kennst du das? Oh, falsch gefahren. Ja, nehmen wir die Südbrücke. Das geht schneller. Sehr gerne. So, aus dem Weg.
Hey, ich muss das fragen. Dieses Zeug, die Hefe und das Silikon. Wozu ich das brauche? Die Waffe, an der ich arbeite, ist ein Virozid. Ich will den Virus, der die Mutation auslöst, isolieren und zerstören. Okay. Ja, zog auch hier ein bisschen rum. Der Weg dauert wahrscheinlich ein bisschen länger noch. Leider kann ich hier nicht Vollgas geben im Camp. Die sind die Geschwindigkeitsbegrenzten, leider. So ein Mist aber auch. Warum streikst du dich nicht an? Warum bist du nicht? Ich bin auch ganz schön wenig Leute unterwegs im Camp. Kann ich dich was fragen? Nach dieser Nacht in Farewell, was ist. Ich meine, wie seid ihr entkommen? Naja, das war echt ziemlich knapp. Als die Cops weg waren, fingen die Leute, also die noch lebten, an, Straßensperren zu bauen und alle abzuknallen. Irgendwie schafften wir es zu diesem Flüchtlingslager. Wir dachten, du wartest auf uns, aber wie gesagt, es war weg. Und in anderen Lagern das Gleiche. Keine Überlebenden, alles überrannt. Also, in nur einer einzigen Woche wurde das Tal zur Kriegszone. Die Leute töteten, um an Essen zu kommen und manchmal töteten sie auch völlig grundlos. Hätten Boozer und ich nicht zusammengehalten, wir hätten es nicht geschafft. Warte, Boozer, er lebt? Wo ist er? Was ist mit ihm passiert? Ja, er lebt, aber er ist in einem Camp im Norden. Er kann nicht mehr fahren, weil er einen Arm verloren hat. Aber er lebt. Ich bin so froh, dass er lebt. Es tut mir leid, ich hätte früher nach ihm fragen sollen. Das ist alles gut. Okay, ich bin dran. Hör zu, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber dieser Abend in Farewell, mein Mongrels Ring, hast du ihn noch? Deacon, es tut mir leid. Richtlinie des Colonels. Sie konfiszieren deinen Schmuck, wenn du ins Camp einziehst. Sie schmelzen das Gold und Silber ein für Weavers Projekt oder was auch immer. Hab gar nicht mehr daran gedacht. Es tut mir wirklich leid. Nein, mach dir nichts draus. Keine Ahnung, ich hab nur laut gedacht. Unwichtig. Oh, oh, oh. Unwegsam hier. Ja, schon unwegsam. Hier, ich glaube, das ist es. Okay. Community Camp. Warst du schon mal hier? Einmal, bevor... Du weißt schon. Berufsinfo. Ich sollte einen Vortrag über aufregende Berufe in der Biochemie halten. Gott. Was? Gar nichts nur. Ich hätte lieber darüber reden sollen, wie man den Weltuntergang überlebt. Na los. So, bin mal gespannt. Wie sollen wir da durchkommen? Versuchen wir es außenrum? Nein, warte, ich kann dich hochheben. Hochheben? Wo? Hochheben? Da. Bist du bereit? Ja. Geht's? Ich hab's. Hier, Vorsicht, Kopf. Alles klar. Vorsicht, Kopf. Scheiße, was ist hier passiert? Das hier war eins der ersten Camps. Es wurde aufgebaut, bevor man wusste, dass die Horden die Highways so lieben. Als ich herkam, war es längst ausgelöscht. Dieser ganze Ort muss vor Freaks nur so wimmeln. Ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Wie gesagt, ich war nur einmal hier. Das Forschungsgebäude müsste dort sein. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich höre schon hier die Flieger. Flieger hat gestört, sorry. Ach, verdammt, Kabler. Okay. Oh, Moment mal. Was ist? Ich will lieber kein Aufsehen erregen. Wer weiß, was da drin ist? Oh, wir wissen, was drin ist. Verdammte Krabbler. Komm, wir gehen außen rum. Okay. Ja, Schalldämpfer habe ich hier drin und so. Kommen wir nicht durch. Nein. Wer auch immer hier gelebt hat, hat alles ziemlich gut verrammelt. Irgendwo was looten? Wie wäre es hier durch? Die Tür ist verschlossen, aber nicht verrammelt. Kriegst du sie auf? Ich glaube, ich könnte das. Ach so. Alles klar.
Hier durch. Sieht gut aus. Komm. Okay. So, ich habe irgendwas gesehen, was ich looten kann. Immer schon Ausschau halten hier. Aber dann ist hier doch wohl irgendwie nichts. Ja, pack mal mit an. Moment, okay. Da, von der Seite. Nee. Hä? Okay, bereit? Schieb! Oh oh. Okay. Bist du bereit? Los geht's. Wollen wir da wirklich rein? Oh, Scheiße. Los, zurück, zurück. Schon. Wir finden einen anderen Weg. Nein, warte, warte mal. Wir schaffen das. Was? Wir schaffen das. Wenn wir beide da rausgehen, locken wir sie nur alle zueinander. Also, warte mal kurz. Was, wenn du da oben raufsteigst und mir dann von da Deckung gibst? Du übernimmst die Streuner, ich erledige den Rest. Bist du ganz sicher? Ja, ja, ja. Ich mach das andauernd. Du darfst nur nicht aufhören zu schießen, okay? Deacon. Wenn ich durch bin, machst du hier zu. Okay. Okay, los geht's. Okay, ich war halt aus dem Los, alles klar. Mach sie fertig! Nein, das wirst du nicht! Kommt mal hier einen Schuss dran hier von ihr. Komm schon, das packen wir! Komm schon, ihr Dreckskerle! Ja, komm weiter. Alles sauber. So, erstmal looten, ne? Looten! Alles okay? Mann, das war echt ein bisschen zu knapp. Ja, die hatten keine Chance. Der Lärm wird noch mehr anlocken. Ja, aber dann sind wir längst weg. Wohin jetzt? Ich komme, ich muss das mal. Ich weiß nicht. Die haben hier alles verbarrikadiert. Sehen wir mal, ob irgendwo ein Loch in den Wänden ist zum Hochklettern. Okay, ich sehe mich hier um. Infiziertes Gebiet entdeckt, okay. Welcher Wunder? Ist da was? Nein. Hier vielleicht? Hier ist doch. Hier ist so gut. Hey, hier drüben, ein offenes Fenster. Ach was. Ich komme. Lassen Sie auch mal geil. Geht das? Ja. Ja, alles klar. Moment, ich suche was für dich. Sarah! Warte, ich suche was, das ich runterwerfen kann. Oh, Scheiße! Ein Deacon! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Moment, Scheiße. Such einfach was zum Hochklettern für mich! Bin dabei! Deacon, hier! Ja, ich komme gleich, ich muss mal looten hier. Gibt's hier noch? Ist hier was Schönes? Jemand mit der Panik, hallo? Ich bin ausgebildeter Flickerkiller, hallo? Immer sie mit ihren Kisten. Erstmal mit dem Seil. Oh Gott, warum lachen wir? Ich weiß nicht. Weißt du... Ich weiß auch gerade nicht. Du wolltest mich doch immer überreden, wieder zur Schule zu gehen. Oh, na ja. Jetzt hast du es endlich geschafft. Besser spät als nie. Oh, okay. Danke. Das Nest. Bereit? Mhm. Dann los. Okay. Hier, diesmal gehe ich zuerst. Ja, Ma'am. Wie Sie wünschen. Wie nach einem Bombenangriff hier. Ja, vielleicht war es einer. Na los, ich glaube, hier geht es rein. Oh, die Tür klemmt. Ja, das Nein, geht ja. Schon. Ich schaffe das. Siehst du? Ich sehe gesagt. Ich schaff das. Ja. Geht so. Ja. Sehr gut. Danke. Also, wie dringend brauchst du dieses Gerät?
Komm schon, wir haben es fast. Wir werden jetzt nicht aufgeben. Ich frage ja nur. Warte, hinten ist noch was im Raum. Ich möchte das looten. Helles Kram, okay. Egal, alles mitnehmen. Achso, das noch mit dir. Ist auch noch was Schönes hier. Kerosin ist immer gut. So, er könnte auch mal ein bisschen schneller laufen, als nur hin und her latschen, ganz langsam. Macht aber nicht. So sind also die Freaks reingekommen. Da kannte wohl jemand nicht einparken. Die Luft ist rein. Luft ist rein. Shit! Mehr Barrikaden und zwar überall. Check die Gebäude. Ich sehe das Forschungsgebäude da drüben. Wir müssen einfach durch die Barrikaden. Ach ja, da ist hier ein Fenster offen. Hey, noch ein offenes Fenster. Okay. Hier, ich heb dich wieder hoch. Aber diesmal... Finde ich schneller was, wo du hochklettern kannst. Ja, ganz genau. Okay. Gut, warte. Hey, und versuch diesmal keine Schwärme anzulocken, ja? Na sicher, klar. Ich werde es versuchen. Ihn anlocken. Sarah! Schon schieben, oder? Habe ich mir doch so gedacht, ey. Sarah, halt durch! Komm schon! Komm schon! Nein, nein! Oh nein, 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 nein! Oh, Sarah! Verdammt, Sarah! Wo ist sie? Sarah! Nein! Sarah! Hey! Alles gut, du bist okay. Hey, komm schon. Mir geht's gut. Komm, wir sind fast da. Wie wär's noch mit Nachladen? Ich hab gerade das ganze Magazin leer geschossen. Gut, dann nicht. So, sind wir gleich mal da. Mann, das ist ja ganz schön anstrengend, mit der Frau hier durch die Gegend zu laufen. So, Ladezeit nervt. Das Wissenschaftsgebäude. Ja, sieht so aus, als hätten sie die Hütte von innen komplett dicht gemacht. Komm, es muss einen Weg reingeben. Ja, durch ein Fenster. Was denn sonst? Bist du auch wirklich okay? Ja. War nicht mein erster Freak. Ich weiß. Die kennen alles gut. Gehen wir. Die Tür da, kriegen wir sie auf? Nein, sie ist von innen blockiert. Okay, ich wollte gerade sagen, sonst kriege ich die Tür nochmal auf und auf den Handel. Ich sagte doch, irgendwer hat sie von innen blockiert. Ein Versuch war's wert. Nicht aufzukriegen. Also ich bin schön an das Ding. Verriegelt. Shit, geht nicht auf. Ja, wir müssen eigentlich auch ein Fenster suchen. Aber theoretisch kann man hier auch durch die kaputte Scheibe greifen oder hinten vielleicht herumfummeln. Hey, schon okay. Wir fangen verriegelt schon. Wie alle anderen. Warte mal eine Sekunde. Das sind Krabbler. Sie sind da drin. Da sind Krabbler drin. Das heißt, man kommt irgendwie über das Dach rein. Los, komm. Ah, okay. Gut,
Vielleicht durch ein Fenster? Los, hier ist das Dach niedriger. Ja, wir müssen nur irgendwie darauf. Ja, ich weiß auch schon, wie da hinten das Fahrzeug. Ja, kombinieren, kombinieren. Sarah, hier, hilf mir beim Schieben. Damit kommen wir da hoch. Okay. Ja. Bist du bereit? Ja. Okay, schieb! Ich würde auch ganz gerne mit so einem Auto hier durch die Gegend fahren. Das wäre cool. Hier. So. Ist das weit genug? Ja. Ja, Moment. Ja, ist auch genau. Geht das? Ja. Okay, pass auf. Krabbler können ziemlich ungemütlich werden, wenn man sie stört. Ich störe die gleich, ey. Hast du dich niedergestochen? Das wissen die alle. Töten werden sie nicht trotzdem. Ah, die halten Gott sei Dank nichts aus. Das war der letzte. Das Fiese an der ganzen Sache ist, das waren alles vorher Kinder. Was? Krabbler töten? Nein, aber ich meine, du musst zugeben, die sind echt ziemlich nervig. Da hast du recht. Hier, gib mir deine Hand. Okay. Hä? Fuß gebrochen? Vorsicht! Langsam. Henne. Geht schon. Okay. Yeah. Ladylike. So. Vorsicht. Oh, oh, die sind nicht nur nervig, die stinken auch tierisch. So, stimmen die auch auf? Oh, warte mal. Mach die wieder zu? Egal. Nein, danke. Wo müssen wir hin? Die Türen. Eine davon führt in ein Labor oder in den Hörsaal. Die Zentrifuge muss hier irgendwo sein. Ja, dann wollen wir mal nach der Zentrifuge suchen. Ah, nicht ohne mein Gewehr. Ich kapier's nicht. Keine Einschusslöcher, keine Hinweise auf einen Angriff. Schierling. Heilige Scheiße. Ich hab ihren Namen an der Tafel geschrieben. Hier drüben. Ist das die Zentrifuge, die du gesucht hast? Ja, das ist sie. Na los. Okay. Jairus. Den irgendwie. Okay. Ja, das war mal eben gerade die Selbstmordklasse. School of Horror. Oh, Scheiße. Was ist los? Ich hätte das Bike wohl besser verstecken sollen. Okay. Wieso kommen die da jetzt an? Das denn jetzt für ein Blödsinn? Bleib hier und Kopf runter. Ja, gute Idee. Feuer frei! Verdammt! Hol dir das Schwein! Wo soll ich hin? Die Frage ist, ob das Flieger killen oder nicht? Ach, schon. Vorsicht! Ich sehe sie! Mann, wieso treffe ich denn nicht? Ach komm. Hey, mach doch ordentlich. Was haben wir hier? Ich treff nicht. Was ist denn los mit mir? Leute, was soll das? Hä?
nicht recht. Ich glaube, sicherer wird's nicht. Los, Bewegung. Okay. So, lass mal looten hier. Looten. Looten tut guten. Alles mitnehmen hier. Vergessen. Runter. Ja, kapiert. Mehr Krabbler. Krabbler? Wo? Wo sind bitte schon Krabbler? Schnapp dir das Schwein! Hast du noch Munition? Ich hab genug. Ich hab Molotovs. Tu es. Mollys? Der will Molly haben? Okay, er kriegt Molly. Alles klar. Weg hier. Warte mal kurz. Ich brauch diese Zentrifuge. Okay. 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 Alles klar, los. Okay, okay. Ganz schön lange Mission wieder. Nice. Ja, ist mir aufgefallen. Sorry fürs Husten. Hupsi. Mann, Mann, Mann. Brauche Munition. Munition ist das. Noch mehr, viel mehr. Wir müssen sie erledigen, sonst kommen wir nicht zum Bike. Hast du noch mehr von den Rauchgranaten? Ja. Rauchgranaten? Von hier sieht man den ganzen Parkplatz. Pass auf, wo ich hingehe und wirf dann die Granaten vor mich. Alles klar? Klar. Okay, dann mal los. What? Los, los, Deckungsfeuer! Los, Deckungsfeuer. Nein, da bleibt noch jemand stehen. Nicht mit mir. Ach, der bewegt sich noch weg. Ich glaub's nicht. Was? Ich hab unter den Ellbogen durchgeschossen? Komm schon. Verdammt, Mann! Die hat's erwischt! Verletzte! Flankieren! Flankieren? Auch gerade. Da hat's auch recht. Ich brauch Deckungsfeuer! Aber wieso rennst du so irre durch die Gegend? Keinerlei Bewegung, ja? Alter. Ich könnte ihn da hinten noch verwirren, eigentlich. Das war's. Ende. Stay up there! Was, Englisch? Sehr nice. Rexkill hat Angst? Stimmt doch gar nicht. Keine Muni mehr. Na gut, obwohl ich doch genug Muni. Wer rennt hier auf mich zu? Ja. Yeah. Nicht! Moment hier. Eine Sache habe ich noch.
noch erledigen muss, und zwar brennen. Brenne! Oh, okay, war gar nicht brennen. Zurück! Rückzug! Ich brauch Deckungsfeuer! Ja, hier. Ich glaube, das war der letzte. Okay, warte. Ich komme zu dir. Mal kurz die dicken Heinis hier mal eben looten. So, ich glaube, wir haben es geschafft. Mann, 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 ganz viele Gegner. Aber war gar nicht so schwer eigentlich, finde ich. Auch wenn die KI sich ein bisschen komisch findet auf und zu. Bist du okay? Ob ich okay bin? Was ist los mit dir? Oh, ich weiß nicht. Ich dachte gerade an unser erstes Treffen. Du hast mit meiner Knarre diesen Typen verjagt und gezittert wie Espenlaub. Ja, seitdem hat sich viel verändert. Ja. Na los, verschwinden wir von hier. Oh ja, yeah, da bin ich auch der Meinung. Da sind wir dann gleich mal. Was ist mit dir passiert, Sarah? Was soll das denn heißen? Hey, hör zu, ich verstehe schon. Alles ist anders. Alle von früher sind tot. Aber das erklärt nicht... Erklärt was nicht, Deacon? Warum mich jeder von den Jungs hier die Hexe von Wizard Island nennt? Hör zu, auf den Scheiß gebe ich nicht viel, okay? Mir ist nicht mehr passiert als jedem anderen auf diesem Scheißplaneten auch. Ja, okay. Wie du meinst. Hier lang. Okay. Ich weiß auch, wo es lang geht eigentlich. Müssen wir jetzt auch wieder ganz zurückfahren? Hoffentlich nicht. Okay, da ist das Bike. Sehr schön. Oh, mein Bike ist nicht zerstört. Ja. Jetzt müssen wir wahrscheinlich nur noch zurückfahren und dann ist die Mission hoffentlich auch erledigt. Die geht auch wieder ganz schön lange. Kann ich nicht anders sagen. Habe jetzt eigentlich gedacht, da kommt noch irgendwie so eine Art Endgegner oder so. Aber war jetzt alles vorbei. Hier, Freaker, Krabbler und hier irgendwelche komischen Milizen hier. Aber selbst die haben wir alle platt gemacht. Zu zweit. Ziemlich easy eigentlich. Aber nun gut. Ah, das ist ein Camp. Danke. Darf ich Danke sagen? Nein. Okay. Weißt du, ich wollte einfach nur sagen, wie sehr ich das brauchte. Gern geschehen. Ja, bitte, bitte. So, habe ich jetzt auch mal freigeschaltet. Vielleicht mal irgendwas Schönes, Neues. So, Mission abgeschlossen. Gezittert wie Espenlaub, okay. Gab ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen. So, neue Mission freigeschaltet. Wir sind zu wertvoll. Trifft sie mit Doc. Jimmy's irgendwie, weiß ich. Fähigkeitspunkt habe ich auch gerade gekriegt, habe ich gerade gesehen. So, mal gucken, welche Fähigkeitspunkte ich jetzt einsetze. Ich weiß es nämlich noch nicht. Ich bin noch nicht ganz so schlüssig, was ich machen soll. Kopfrausch, warte mal. Todesschuss, erhöht die Präzision von Fernkampfwaffen. Du verbrauchst keine Konzentration mehr, wenn du Fernkampfwaffen nachlädst und unter Druck stehst. Eiserner Griff. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Nahkampf nutze ich eigentlich im Moment so gut wie gar nicht. Brauche ich eigentlich auch dann eher nicht. In Form erhöht die Ausdauerregenerationsrate erheblich. Das hört sich gut an, nicht das. Das hört sich gut an. So, Hallo. Was ist los mit dir? Mal gucken hier, nächste Mission. Einmal hier, sie sind wertvoll und dann hier einmal werft sie in den Feuerofen. Recht und Ordnung, okay. Dann habe ich, wie gesagt, hier die Mission noch offen. Ich würde euch eventuell gleich die Mission hier nochmal machen hier. Beziehungsweise die hier. Ja, weil da gibt es ordentlich Credits und auch ordentlich XP. Richtig viel sogar. Da glaube ich nicht so, oder? Weiß auch nicht. Naja, wir werden gucken, was ich in den nächsten Bit mache. Mal schauen, mal abwarten, ne? Dann bis zum nächsten Mal hier bei Days Gone. Reingehauen.
Tschüss.